Herzlich willkommen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Deckenzielung. Mit dabei wie immer der Herr Blaze. Hallo. Die Red Hamster. Hallo. Und ich, die Ria. Erde. Ich muss hier weg. Wie das aussieht. Fast. Oh oh. Ich muss. Oh oh. Gleich regnet's. Ich brauche jetzt eben Holz. Ich muss hier die Wand machen für da, wo Kisten hinkommen. Wir dürfen jetzt erstmal, oder ich darf jetzt noch erstmal ein bisschen Marble farmen. Ja. Ja. Der ist mir das letzte Mal. Ups. Irgendwie so ein bisschen ausgegangen. Also, was ich machen wollte. Ja, ist ja auch schon ein bisschen her. Ich wollte gerade gucken, ob ich dir einen abgeben kann, aber ich habe absolut keinen. So, das weg, das weg, das weg. Wie viel Zeug ich im Inventar habe, wusste ich gar nicht mehr. Zeug halt, ne? Ja, liebe Abonnenten, die letzte Aufnahme ist 2 Wochen her. Unglaublich. The fuck? Das war ich. Geht's dir gut? So, jetzt habe ich wieder die Frage vergessen, beziehungsweise wer es überhaupt war, ne? Wollte jemand wissen? Ich weiß es nicht mehr, ob es allgemein ums Let's Player werden ging oder ob, wie wir Let's Player geworden sind, wurde ich gefragt. Oder war es nur bei ich? Ich habe die Nachricht leider nicht mehr gefunden, aber ich habe dran gedacht. Aber wir können, können ja mit dem zweiten anfangen, wie wir Let's Playerin, genau. Können wir auch tun. Blaze ist Let's Playerin geworden. Oh, ich bin so dumm. Ja! Kann man die Marble-Blöcke wieder zurückmachen? Du meinst, ich habe jetzt Bricks draus gemacht. Nö, geht nicht. Das kannst du nicht machen. Oh, scheiße. Also, ich bin ja noch nicht so. Also, ich sehe mich zwar als Let's Playerin, aber ich bin natürlich nicht ganz so extrem aktiv wie so andere, wie jetzt Blazy. Also ich schaffe momentan nur ein Video pro Tag, aber ich finde, das ist auch schon okay. Ich stehe ja eher am Anfang. Oder so. Oder so? Ja, ansonsten so endgültig schuld ist Blazy. Ich wieder, ne? Ja. Ich find's gut. Da war's. Ich hab dich ja nicht dazu gezwungen, dass du selber was machst. Also alleine. Nein, das war freiwillig. Das warst du ganz alleine. Das war ich ganz alleine, ja. Hi. Du weißt schon, der Selbstversuch. Da, da, da. Da, 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 da. Ja, die Hamster macht ja schon länger ein bisschen was in die Richtung, ne? Ja, aber noch nicht so lange wie Blaze. Oder? Nee. Nee. Nee, nee, nee. Nee. Nee, 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 nee. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Nee, nee, lass mal überlegen. Mein erstes Video gab's vor über 2 Jahren. Okay, vergiss es. Nein. Das war so die Anfangszeit meiner Karriere. Dann auch nicht so wirklich erfolgreich verlief. Hatte dann arbeitsbedingt, meine Abonnenten wissen es ja, eine Zwangspause von fast 7 Monaten, ne? Beruflich. Und man sollte sich entscheiden, was ist wichtiger, Beruf oder Internet. Ja. Und das ist nun mal der Beruf. Oh, und seit einem Dreivierteljahr wieder voll und ganz dabei. Gott sei Dank. Ja. So, bei mir war es, keine Ahnung, letztes Jahr fing es irgendwann an. Oh, August. Ich habe keine Ahnung. Irgendwann halt und so. Und zum Let's Playen bin ich gekommen. Eigentlich schon immer. Ich habe früher mit meinem Handy Videos aufgenommen, wo ich was dazu gelabert habe. Sehr unprofessionell. Ja, und hab nicht das mal gewusst, dass es Leute gibt, die auch sowas machen. Dass es sogar einen Begriff dafür gibt.
Das ging mir nicht anders. Ja, so genial. Und dann, ja, dann habe ich das entdeckt und dachte so, das willst du auch tun. Aber. Wie es jeder tun will. Nee, das schaut sich eh keiner an. Nee, lass das mal. Nee. Und dann habe ich eine Let's Playerin gefunden, die euch auch ein Begriff ist. Cat Carrot. Nein. Fee. Hannibal? Was? Ach, Fee, ah. Ja, und die hat mich dann dazu gebracht, rein durch das Zuschauen, dass ich auch angefangen habe. Ja, ich kenne Hannibal, glaube ich, war einer der ersten Let's Player, die ich gesehen habe. Das hatte aber ja, nichts damit zu tun, dass sie Let's Played hat, sondern einfach, weil ich ja eine Weile früher doch sehr aktiv eher in der Anime-Szene war und eben auch gezeichnet hatte und angefangen habe, Speedpaintings zu machen und sie eben auch welche gemacht hat. Und dann habe ich gesehen, irgendwann, ach, sie hat ja noch einen Kanal gemacht und habe halt da reingeschaut. Aber ich gesagt, oh, ganz interessant, aber da das jetzt nicht so direkt verfolgt. Fee, weiß ich nicht, ob zuerst Fee oder Rudder, aber beide doch schon eine Weile irgendwie. Aber ich kann mich nicht mehr erinnern. Leute, es wird Nacht. Dunkel, wir kommen hoch. Ja, also Hannibal war auch die zweite Let's Playerin, würde ich sogar behaupten, die ich überhaupt gesehen habe nach Kronk. Ja, ich gebe es zu, Kronk war mein erster Let's Player. Habe ich nie geguckt. Nein, bei mir nicht. Bei so vielen. Ha, Blaze, wir sind Ausnahmefälle. Ja, ist halt so, das war so. Dadurch habe ich auch Minecraft entdeckt. Also das gebe ich halt auch ganz offen zu. Das war gerade meine Anfangszeit, der ich eingestiegen bin bei YouTube, so überhaupt mit Gucken und so. Dann Hannibal, dann Fee. Dann bin ich über Fee lustigerweise zu Reptile und Ente gekommen und jetzt in dem Team, wo ich bin. Hamsterbett! Ja, ich hab mein Bett dabei. Ich hab nur gewartet, dass ihr irgendwas sagt. Ich lieg drin. Und ich wollte dich nicht unterbrechen. Man ist hier höflich, so. Ne? Nein. Niemals. Nein. Niemand hilft mir, niemand mag mich. So. So, da hat jemand einen Solarhelm? Nö. Doch. Oder ist das ein normaler Helm? Ein normaler. Ja, so. Was sagt der jetzt nur so? Ich hab nicht genau geguckt. Kann schon sein, dass das so ist. Nee. Jetzt war ich beinahe so blind und hab die Bedbox nicht gefunden. mein Chatpack ist leer. Fast. Also zu leer. Also wenn ich eh schon hier bin, dann ne, die ersten Let's Player, die ich geguckt habe, das war CK, DK und Emero. Kenn ich gar nicht. Den dritten kenne ich nicht. CK gibt's ja nicht mehr. Also der macht nichts mehr. DK macht ja immer noch was. Er macht mir aber im Moment ein bisschen zu wenig, was Let's Plays angeht. Achso, so gemischt eher jetzt. Nö, er macht des Öfteren mal Livestreams. Ach so. Ja. Ist, so viel ich auch mitbekommen habe, bei Playmassive angestellt direkt. Ah ja, okay. Also er hat da einen Job. Also das heißt, er arbeitet für Kronk. Dam. Und Emero ist eigentlich jemand, der gerne mal so SMW-Hacks oder so zockt. Da du jetzt gerade sagtest, macht nicht mehr so viel mit Livestream und so. Let's Plays und so. Ich muss ganz ehrlich mittlerweile sagen, ich hätte gern einen anderen Begriff für mich. Ich betrachte mich irgendwie nicht mehr als Let's Playerin. Ich weiß auch nicht. Als was betrachtest du dich? Um ein Zitat eines Kumpels zu sagen, random Montage Dings Hamsterbrot. Aha. Ja, also hauptsächlich muss ich ja sagen, mache ich. Also, Let's Plays sind mittlerweile sogar nebensächlich auf meinem Kanal. Ich mache zwar sehr viel mit Spielen und so, aber so wenig Let's Plays im Gegensatz zu anderen richtigen Let's Plays. Ist die Tag-Titelung denn kein Let's Play? Ja, das ist halt so eigentlich das einzige so richtige, was im Moment läuft. Na gut, jetzt kommt nochmal Minecraft dazu, die letzten Folgen. Und dann, ja gut, dann kommen meine eigenen richtigen und so. Aber trotzdem, das ist nicht so.
Ich mach alles durcheinander. Ja, ich würde auch gerne mehr Livestreams machen, aber ich sehe halt irgendwo nicht ein, das Zeug umsonst zu machen. Und um damit vielleicht auch noch ein bisschen Kohle zu verdienen. Ja, ich weiß, ich bin geldgeil, habe ich einfach zu wenige Abonnenten beziehungsweise zu wenige Leute, die im Livestream dabei sind. Hm. Denn um zum Beispiel bei Twitch TV Partner zu werden, braucht man im Durchschnitt 700 Zuschauer pro Stream. Und glaube ich noch irgendwie von den Followers auch eine gewisse Anzahl. Und man kriegt die Vorgabe von Twitch TV, dass man dreimal die Woche streamen muss. Heute. Wow, dreimal die Woche, das ist schon ordentlich. Ja. Aber es ist halt auch, ich sag's, es ist ein bisschen mehr Geld drinnen wie mit den Let's Plays. Mhm. Aber wie gesagt, mir geht's nicht um die Kohle. Ich verdiene meine Kohle. Ja, aber wenn du es machen würdest, dann wäre es halt schön, wenn was bei rumkommt. Wenn ich jetzt mal überlege, ne, ein Livestream Minimum 3 Stunden. So, in 3 Stunden kann ich eine Menge an Videos aufnehmen. Ja, und ich muss ehrlich sagen, die Zeit ist es ja im Moment auch ein bisschen. Oh, Ria kann rechnen. Danke. Au. Ich hab da eine Spinne gehört. Ja, die läuft auf der Wand von dem Haus, von der Halle. Echt? Ja, beim Baum in der Nähe. Auf der Mauer, ich sitzt sie. Eine kleine Spinne. Ich hab sie jetzt mal einfach ignoriert gehabt, weil... Meine Spinne. Ich wollte sie nicht haben. Tot. Wollt ihr denn nicht auch noch was zum Let's Player werden sagen? Ich glaube, das wollten wir alle irgendwo. Was, wo, wer? Ach so. Ob man denn noch Let's Player werden soll oder nicht oder ja, vielleicht, nein. Ob kommt sich's auf, noch lohnt? Kommt drauf an, was ist halt aktuell sehr schwer. Das hat verschiedene Gründe. Erstens, es gibt sehr viele. Dann viele, die halt auch dasselbe machen. Im Prinzip jeder irgendwo macht Minecraft. Man kann ja auch, ne? Irgendwo. Nee, wir machen Packet. Ja, du weißt, was ich sagen will. Dann hast du ja, halt noch ja auch das... Minecraft. Ja. Aber kein Standard. Ja, wir sind abnormal. ja, und dann hast du halt noch die Schwierigkeiten. Alleine kommst du nicht weit. Ich meine, man sieht es ja auch bei mir. Ich bin mini, ist mir aber auch egal. Ich hab Spaß. Wer hat hier ein Loch in den Boden gegroben? Ich graf so hier die obere Erddecke weg. Da ist ein Block großes Loch, das irgendwo in ein Marble-Vorkommen runtergeht. Gut zu wissen. Waren das wir Hamster? Ich weiß nicht, warum. Das war aber zugebaut. Man sieht es ja an den Verlinkungen, wenn ich jetzt auch meinen Kanal ansehe, da ist kein kleiner YouTuber verlinkt, da sind nur ganz große. Ich weiß nicht, was... Ja, weil du halt natürlich das Glück hattest, lauter große YouTuber zu treffen, ne? Aha. Wen habe ich getroffen? Du hast dich quasi hochgeschlafen. Ja, klar. Aber der... Die stehen zwar bei mir drin, aber ich wage es doch arg zu bezweifeln, dass jetzt bei Gronkh oder irgendwo drin steht. Also bei mir stehen in den Vorschlägen immer Gronkh und warum auch immer Waititi drin. Ich guck die nicht mal. Ich bin jetzt eigentlich von dem ausgegangen, da wo du in der Abo-Box bist, ne? Ja, bei ein paar Leuten bin ich mit drin, ja. Und da sind ja auch nicht unbedingt kleine dabei. Nein, das stimmt. Okay, ich bin ja eigentlich auch noch klein. Am Vergleich, ne? Oh. Wenn man es mal genau nimmt. Ja, aber jetzt zu dem Thema noch. Ich habe nur eine Redstone-Fackel abgebaut, die ich jetzt wieder anbringen muss. Ich hoffe richtig. Ja, richtig. Damit sie 2 Pumpen betreiben für die Wasserpumpe. Ich habe aufgepasst. Sehr schön. Deswegen, genau aus dem Grund wollte ich das Zeug doch mal alleine bauen. Damit ich weiß, warum und wie und überhaupt. Wir haben den Hamster aus dem Konzept gebracht. Entschuldigung. Ja, aber derbe. Keine Ahnung. Ja, wir waren immer noch beim Thema Let's Player werden. Ja. Also es kommt drauf an, wieso man Let's Player werden will. Und was man machen möchte. Wenn man jetzt also sagt, ich will so groß werden wie Gronkh oder PeteSmeet oder who cares sonst irgendwer. Fällt mir jetzt kein großer ein. Okay, mir fallen ein paar ein. Aber dann falsche Einstellung und dann kann man es ganz vergessen.
weil... Also ich mach's nur, weil ich famegeil und geldgeil bin. Ja, das wissen wir. Ja, man wird ja auch nicht von einem Tag auf den anderen, wenn überhaupt, so groß. Ja, mal ganz ehrlich, geht nicht. Also wenn ich jetzt mal überlege, wie gesagt, ich mache das jetzt seit einem Dreivierteljahr wieder und auf ein Dreiviertel des Jahres habe ich jetzt ungefähr, naja, so gute 3000 Abonnenten bekommen. Klar, es gibt auch andere Leute, die sind schneller, aber die, keine Ahnung, ja, wie soll ich das jetzt beschreiben? Es gibt Leute, die versuchen bei jedem etwas Größeren dabei zu sein, Abos abzugreifen. Und so bin ich nicht. Ich suche mir meine Leute auch genau aus, mit denen, wo ich zocken möchte. Und entweder es passt, dass man sich versteht oder nicht. Da sind mir die Abos auch so ein bisschen egal. Yay, wir verstehen uns. Weil wenn ich jetzt gesagt hätte, ich gehe nur nach Abos, ja, dann wären sicherlich nicht Hamster und Ria bei mir in der Tekke-Siedlung. Das ist leider ja. So. Weil dann hätte ich mir eventuell Leute gesucht, die über 5000 Abonnenten hätten. Nö,